Und damit herzlich willkommen zu Little Nightmares. Zurück zu Little Nightmares. Kann ich hier eigentlich durch das Fenster hingehen? Nein. Okay, ich habe legitim keinen blassen Schimmer, was ich tun soll. Schlecht. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ne? Also legitim. Ich kann jetzt hier hochklettern. Wo kommst du her? Und versuchst du das Ding zu stoppen? Zucker! Danke. Ich hoffe, ich muss sie jetzt hier nicht zurücklassen. Ich hätte ja gerne mitgenommen. Ja, okay. Wie soll ich die denn jetzt kriegen? Wenn ich hier immer noch nicht... Nee, das wollte ich nicht. Ah, ich kann hier die Tür aufmachen. Okay. Freunde, kommt ihr bitte? Einer fehlt doch irgendwo. Einer ist doch schon wieder irgendwo verloren gegangen, oder? Nö, da sind drei, okay, gut. Nichts hinterfragt. Und schieben, Freunde. Ich brauch den bestimmt, sonst wird's den nicht geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir mal. Okay. Okay. Dirk? Ich wollte gerade sagen, einer fehlt schon wieder, aber nein. Ist da. Kann ich ihn da hochwerfen? Nö. Was zum Fick ist mein Ziel? Hm. Okay, das hat nicht so gepasst. Passt aber auch nicht, okay. Die bleiben schon mal drauf stehen. Kann ich diesen Holzmüll hier klauen? Nein. Hm. Kann ich hier runterfallen? Nein. Ich kann mit dem Wagen aber auch nichts mehr machen. Kann ich den Kohleneimer hier? Nee. Ah. Nö. Zucker. Ich komme nicht drauf, Alter. Kann ich hier hochklettern? Also ich lege mir die beiden Stücke Kohle auch noch hier drauf, aber wer schon mal Kohle in der Hand hat, weiß, Kohle wiegt gar nichts. Ich kann hier hochklettern. Okay, gut, das habe ich nicht gesehen. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt hier unten irgendwie eine Klappe öffnen oder so? Warum ist da eigentlich einer, der nichts macht? Warum sind hier zwei, die nichts machen? Na komm, Freunde. Ich trage den nicht so richtig.
Los. Arbeit, Arbeit. Und jetzt? Nee, das wollte ich auch nicht. Nee. Ich wollte eigentlich legitim einfach ein Stück Kohle in den Maucher reinwerfen. Was muss ich denn jetzt noch tun? Stand hier nicht eben noch einer? Ja, guck mal. Du kleiner Bastard. Warum bist du nicht bei den anderen? Du sollst arbeiten. Das ist der letzte, der fehlt, oder fehlt noch einer? Dass man auf die aufpassen muss, wie die rumlaufen, ein bisschen nervig. Bin ich ganz ehrlich. Hier, der ist ganz schön langsam unterwegs. Aber es reicht nicht. Habe ich hier irgendwo noch einen übersehen, stehen lassen, wie auch immer? Okay, Opa ist nicht mehr hier. Ich zähle mal kurz durch und zähle mal kurz in einem Vergleichsvideo durch, wie viel der hat. Wenn mir jetzt irgendwie einer fehlt, dann weiß ich, dass ich den im Level verloren habe. Wenn mir jetzt irgendwie hier so fünf fehlen, dann weiß ich, ich muss noch irgendwo in den Level gehen. Ich wusste aber nicht wo. Ich war im Aufzug, ich war hinten rechts. Und ich war... oben links. Wie viel habe ich? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Stück habe ich. Da fehlt mir bestimmt einer, ne? Kurze Unterbrechung. Also, der hat exakt genauso viele Gnomen wie ich hier gerade. Und bei dem ging es weiter. Ich springe mal kurz um. Vielleicht ist er einfach nur stuck gerade. Die scheiß Maus weg, meine Fresse. So, bei dem hat es auch angefangen zu moven. Und dann halt einfach nicht wieder aufgehört. Okay, es war gebuggt. Nice. Ja. Der hat auch elf Gnome. Wahrscheinlich, weil bei mir irgendwie noch einer fehlte, der nur in der Ecke stand oder so. Sehr schön. Ich habe einfach bei ihm die Gnome durchgezählt und dann hat sich das bei ihm bewegt. Und dann dachte ich mir so, wait a minute. Das sollte bei mir aber auch weitergehen, Freunde. Sehr schön. Gut, dann. Ich glaube, wir werden gleich einen Gnome beim Sterben zugucken. Ich glaube nicht, dass du hier oben sein solltest, mein kleiner Freund. Den konnte ich ja nicht einfach sterben lassen, ne? Okay, da komme ich nicht hoch. Ne, Gnomen sind ja unsere Freunde. Wir sind ja nicht Six, die sich einfach denkt, om nom 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 nom. Eigentlich hätte ich ein paar Gnomen sind Freunde und kein Futter nennen sollen. Hey, lauf doch nicht schon wieder weg. Bin doch ein Freund, du Penner. Bin übrigens keine Dingens mehr. Servus. Das sagt mir jetzt so schnell gar nichts. Helft ihr mir jetzt einfach so? Yo! Gnome sind ultra strong, Junge. Wo kommen die her?
Und hier ist der Gnome-Hideout. Oh, hier ist der Gnome-Hideout. Ist hier zufällig eine Wurst irgendwo? Ich bin mir recht sicher, dass das derselbe Ort ist. Aber da hier überall schon das Licht an ist, müsste Six ja schon hier gewesen sein. Ich bin das nicht mit der Kamera, möchte ich anmerken. Sind wir gerade. Die Stelle kennen wir ja auch. Hat sie gerade nach oben geguckt? So, als ob sie wisse, dass wir auf dem Dach stehen. Das Ende ist in Sicht. Das letzte Stück wird größtenteils ereignislos sein. War gerade das Achievement. What the fuck? Okay, spannend. I guess. Spiel. Klar, wir schlafen hier erstmal gemütlich. Hallo. Hab die Leiter gesehen. Ich muss sagen, die Sachen sind teilweise echt ganz gut versteckt. Nenn ich es jetzt mal. Gut, da reicht einmal schwingen nicht. Meine Fresse. Müsste mir eigentlich gerade mal das Auge jucken, aber ich habe noch so ein bisschen cremige Hände. Ich habe übel raue Hände, also ich habe mir die. Meine Handaußenflächen, ne? Weil Handinnenflächencreme finde ich unglaublich ekelhaft. Ich habe in meiner Handaußenflächen heute 4-mal eingecremt und zwar mit wirklich einer fettigen Creme und wirklich nicht dünnen. Und meine Haut war so, ja, gib! Weg. Einmal weg. No mies, wir sind Freunde. Wie Friends. Wo sind die überhaupt hin? Naja, egal. Ja. Also, Hände eincremen. Wäre nicht so schlecht. Aua! I guess? Ist das hier schon die Wohnung der Alten oder? Ja, das ist schon die Wohnung der Alten hier. Die Frage ist ja jetzt, beobachten wir gleich Six dabei, wie sie mit der Alten fightet, oder haben wir auch einen Fight mit ihr, oder? Ja, wohin führt das, ist ja so ein bisschen die Frage. Oh. Kann man so viel ausmachen? Das ist ja mega cool, Alter. Hallo. Feier ich übertrieben, Alter. So ein schönes kleines Detail. Die hab ich gesehen. Da habe ich auch ziemlich viel übersehen. Aber ich werde nicht noch 100% machen im Spiel, also. Dafür ist mir das hier zu viel, glaube ich. Und die Beschreibung der Texte ist sehr kryptisch. Muss man sagen. Okay, wir dürfen uns nicht von ihr sehen lassen. Ich dachte, eventuell wäre das einfach das Ende. Ich dachte, eventuell wäre das einfach das Ende, aber nein. Wo sind wir? Ah, hier. Geblufft, hab legitim keine Ahnung, wo es ist. Ah, hier, okay, jetzt weiß ich, wo es ist.
Guten Tag. Ich bin nicht Marcel Davis und das hier ist noch nicht 1 und 1. Aber der Schlüssel liegt da. Wir mussten mit Six etwas kaputt machen. Ich habe da drüben eine große Vase auf dem Stuhl stehen sehen. Gnomi, nicht weglaufen! Gnomi, wo bist du hin? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir müssen das hier kaputt machen. Die steht da schon so, als ob wir sie kaputt machen sollten. Gott, wir gucken uns jetzt mal in dem Haus um. Gnomi Campbell. Ach nee, war das wer anders. So. Guten Tag. Also es ist offensichtlich bevor Six hier ist. Aber wahrscheinlich nicht lange bevor Six hier ist. Ich meine, im Endeffekt ist das DLC auch deutlich länger als ich erwartet habe. Ich kann mich in den Auge jucken. Ich bin unangenehm. Bisschen sehr unangenehm gerade. Muss ja vor Styx sein. Six sein. Ist sie Six? Ja, Six, ne, nicht Styx. Styx ist hier der Todesfluss oder so. Au. I guess. Junge. Mach mich nicht wütend. So, da liegt ein Buch, was wir, glaube ich, runtertreten könnten. Ja, und jetzt? Habe ich ein Buch. Das ich irgendwo gegenwerfen könnte. Das hatte ich aber vorher halt auch. Hä? Okay, ich habe legitim keine Ahnung, was das sollte. Vielleicht war es einfach egal. I guess. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Gibt es denn hier drüben zum Beispiel noch? Ey. Okay. Klar. Wir werden zermatscht. Weil wir die Dingens genommen haben, glaube ich. Eventuell können wir da das Buch drauflegen, I guess. Achso, warte, muss ich die auch erstmal wieder zur Seite ziehen? Ja. Da oben sehe ich einen Hebel. Also ich habe halt erwartet, irgendwie die Figuren sind für sie was Wichtiges, deshalb hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie einen zerquetschen und eine klaut. Okay, hier oben ist ein Schloss.
Drück doch den scheiß Knopf. Okay, also ich würde sagen, der steht jetzt generell schon mal so richtig. Was auch immer uns das bringt. Servus. Cooler Aufzug, möchte ich anmerken. Also extrem cooler Aufzug, aber was genau uns das jetzt gebracht hat, weiß ich auch nicht. Aber ich würde sagen, das ist jetzt richtig. Bitte was? Hat da gerade jemand was geflüstert? So etwas wie Fisch der Paar, das auch, wenn man Feierabend. Das ist ein bisschen spooky. Bin ich ehrlich? Bin ich ehrlich? Gut, kurze Realitätsüberprüfung. Gut, gehen wir also wieder drauf. Ich dachte eventuell entweder gute Tausch mit dem Buch, das hat nicht funktioniert. Oder es geht nicht mehr zu, weil ich die Augen oben deaktiviert habe. Aber offensichtlich geht's noch zu. Was soll ich denn hier tun? Keine Ahnung, das werden wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!